Wenn sie dann vorne den Zaun rennt, wenn die Kinder da stehen und schon den Namen von Weitem rufen, du hast keine Chance mehr mit ihr zu laufen. Ein Hund sollte so genommen werden, wie er ist, egal wie er aussieht oder auf welcher Liste er steht. Ich würde mir jetzt keinen Hund holen, wenn er 8 Stunden lang am Tag zu Hause sein muss. Ich bin die Jenny, bin 27 Jahre alt. Ich bin Fabrice, 33 Jahre alt. Und das ist Bella. Sie wird jetzt im August 2 Jahre alt. Jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß bei der Folge von Bullim Bulli. Ich selber hatte noch keinen eigenen Hund, bin zwar mit Hunden aufgewachsen in der Familie. Er hat einen Familienhund, mit dem er aufgewachsen ist. Und Bella ist in dem Sinne unser erster eigener Hund, genau. Ja, Bella haben wir seit dem Oktober 2019. Wir wollten eigentlich schon immer einen eigenen Hund haben. Von der Rasse her waren wir uns erst, was heißt nicht so einig, aber ich dachte eher so, vielleicht einen Golden Retriever oder Labrador. Bis dann ein Freund von ihm zu uns kam, eben mit der Rasse. Und da war ich total verliebt. Und dann habe ich gesagt, okay, für uns kommt nur die Rasse in Frage, sonst kein anderer. Meine Mama hat einen Appenzeller Sennenhund, auch ein sehr, sehr, sehr familiärer Hund. Das war auch für mich immer ganz wichtig, dass ich am Anfang für meinen ersten Hund einfach eine Hündin hatte, weil ich einfach aus familiären Verhältnissen schon mitbekommen habe, dass die Mädels halt nicht so ganz den Rabauken rauslassen, sondern dementsprechend auch ein bisschen eine ruhigere Seele haben. Wie wir auch jetzt mit Bella bestätigt bekommen haben, ist es auch tatsächlich so, genau. Man muss dazu sagen, wir haben ein sehr großes Haus. Die Schwiegermutter lebt noch mit im Haus und es war immer lustig, aber so dieser gewisse Tick hat noch gefehlt. Er hat noch ein bisschen Leere im Haus gehabt und ja. Es hat noch ein bisschen Leben gefehlt in dem Haus. Wir haben uns lange auf die Suche gemacht, übers Tierheim, über Freunde oder sonstiges, wo sie ihre Hunde her haben. Haben wir uns auch sehr offen gelassen. Wir haben uns einerseits Listenhunde angeguckt oder sonstiges. War alles quer durch die Bank und haben uns nie festgelegt. Bis halt der Kumpel dann zu uns kam und dann war eigentlich die Entscheidung vom Wesen her fest. Wie kam es dazu? Ich fand Tiere schon immer toll, auch die kleinen Hasen und so weiter. Aber ein Hund war für mich immer was ganz anderes. Mit dem kannst du was anfangen, den kannst du trainieren, mit dem kannst du spielen. Ich sag immer, ich finde es so schade, dass sie einfach nicht mit dir sprechen können. Das finde ich so, so schade, weil er merkt einfach, wenn es dir schlecht geht. Und das hat mich schon immer so fasziniert an Hunden. Deswegen war für mich klar, für mich wird nie eine Katze in Frage kommen, sondern nur ein Hund. Und jetzt bin ich Gott froh drüber und wir sind mega dankbar, dass wir einen haben können. Wie wir vorhin schon gesagt haben, also ich habe mich halt durch den Hund von unserem Kumpel sofort in die Rasse verliebt. Ich kannte die Rasse vorher vom Namen her schon, aber hatte nie so ein Bild von der Rasse eben. Und das war einfach so, so herzig und so aufgeschlossen. Und ich hatte von der ersten Sekunde null Angst auch von der Rasse, weil oft ist es ja so, dass sie sehr bullig sind, sehr groß sind, sehr massiv sind, wo man einfach zurückschreckt. Und das hatte ich einfach gar nicht. Also ich habe ihn sofort von oben bis unten abknutschen müssen, weil ich mich einfach so verliebt habe. Meine erste Reaktion auf Bella war, ab dem Moment, wo wir sie gesehen haben, es war ein sehr großer Wurf. Wir wollten am Anfang auch, wie bei ihrem Onkel, eine Blue Line Hündin. Das stand für sie eigentlich relativ fest. Sie fand die Farbe ganz interessant. Jedoch beim Züchter hat sich sehr schnell herausgestellt, es war ein sehr großer Wurf. Wir haben Bella gesehen und waren hin und weg. Sie hatte damals ein weißes A auf dem Rücken und das war irgendwie so ein Merkmal, wo wir gleich gesagt haben, die Art, sie kam direkt auf meinen Schoß gekrabbelt und da hat sich alles entschieden. Da haben wir auch gar nicht mehr diskutiert, haben eigentlich nur noch mit dem Züchter geredet, wie der weitere Ablauf ist. Die Art war genau wie die Mama und ruhig, gelassen, verkuschelt, wie der Hund auch jetzt weiterhin noch so ist. Also tatsächlich wirklich, wie man es eigentlich aus dem Bilderbuch kennt, sie hat sich uns ausgesucht. Sie ist auf meinen Schoß gekrabbelt und ist dort eingeschlafen. Sollte sich diese Rasse zulegen und wer nicht. Wenn ich jetzt vom Geld her die Möglichkeiten nicht habe, da geht's, also ja, egal welchen Hund, dann sollte man sich allgemein kein Tier zulegen. Ich finde, da sollte man schon abgesichert sein. Und man muss natürlich auch wissen, bei solchen Rassen, auf was lasse ich mich ein? Grundlegend würde ich mich auf jeden Fall vorher über die Rassen informieren. Was haben sie vielleicht für Vorerkrankungen? Was könnte auftreten? Wer sollte sich den Hund nicht anschaffen?
Als Statussymbol sollte so ein Hund nie gelten. Es soll auch kein Image irgendwie aufbauen oder dementsprechend vielleicht ein Selbstwertgefühl, das vielleicht vernachlässigt wurde, aufbauen, sondern ein Hund sollte so genommen werden, wie er ist, egal wie er aussieht oder auf welcher Liste er steht. Man sollte sich halt generell Gedanken machen, wofür hole ich mir den Hund? Welche Eigenschaften bringt der Hund mit, um denen vielleicht auch gerecht zu werden? Ja, auch ein Thema, passt er zu mir? Passt er in meinen Alltag rein? Auch jobmäßig, habe ich die Zeit, ihn genügend auszulasten? Finde ich persönlich ganz, ganz arg wichtig. Ich würde mir jetzt keinen Hund holen, wenn er 8 Stunden lang am Tag zu Hause sein muss. Wenn man die Möglichkeit hat, ihn ins Geschäft mitzunehmen oder im Homeoffice ist, ist es gar kein Thema. Erleben wir jetzt gerade selbst, gerade in der Phase. Aber darüber sollte man sich schon bewusst sein. Passt er zu meinem Leistungszustand? Ja. Kann ich dem Hund gerecht werden? Oder ist der Hund vielleicht so energetisch für mich? Das wäre auch ein Punkt, wo ich sage, wo man Fokus drauflegen sollte, wie man sich über einen Hund vorher informieren sollte, ob er zu mir passt. Was sollte man unbedingt wissen, bevor man sich die Rasse zulegt? Man sollte wissen, was auf einen zukommt. Also jetzt auch klar natürlich die Kosten, das ist ein großer Punkt. Man muss wissen, kann man sich das leisten? Tierarztkosten, dann natürlich die Steuer. Ist ja auch überall unterschiedlich. Darüber haben wir uns vorher auch informiert, was kommt da auf uns zu. Auch zwecks Hundekrankenversicherung oder OP-Versicherung, was wir für sie abgeschlossen haben. Wo wir auch natürlich überlegt haben, okay, was möchten wir, was sollte schon abgedeckt sein? Ich finde, darüber sollte man sich schon Gedanken machen. Kann man sich das leisten? Tatsächlich sind wir mit der Bella so gut gefahren, dass sie bei uns in der Gemeinde nicht als eingestuften Listenhund mit erhöhter Steuer ist. Wir haben auch tatsächlich, weil wir uns vorher wussten, was wir uns für einen Hund holen, mehrfach informiert, auch unter verschiedenen Namen angerufen. Nicht, dass da eine Fehlinformation kommt. Wir zahlen die normale Hundesteuer, haben auch keinerlei Auflagen bei uns. Wiederum 2 Ortschaften weiter sieht es wieder ganz anders aus. Da zahlen die über 1000 Euro, um so einen Listenhund dann dementsprechend auch zu halten. Bei uns in der Region Baden-Württemberg. Worauf kommt es bei uns in der Hundeerziehung an? Uns war immer schon wichtig, dass wir, egal welchen Hund wir haben, dass wir ihn gut erziehen, dass wir von Anfang an auch ihn sozialisieren, dass wir in die Hundeschule gehen, dass er kleine Hunde, große Hunde, Kinder, andere Menschen, dass er alles kennenlernt und dass wir auch keine Probleme haben, irgendwo mit dem Hund hinzugehen. Sei es ein Restaurantbesuch, draußen oder drin. Haben wir alles schon mit ihr gemacht, damit sie es kennenlernt. Fabrice spielt zum Beispiel auch Paintball nebenher und da hatten wir sie auch schon von klein auf mit dabei. Also auch die lauten Geräusche waren für sie gar kein Thema. Deswegen haben wir zum Beispiel auch an Feiern oder an Silvester überhaupt gar keine Probleme mit ihr. Tatsächlich. Ja. Was zeichnet die Rasse aus? Allgemein kann ich sagen, sehr familiär. Kinderfreundlich, gelassen, aber auf Knopfdruck auch gerne voller Energie. Also ein Mittelding ist fast nicht bei ihr drin. Von schläfrig bis durchgängig rennen ist alles eigentlich dabei. Ball rausholen und Vollgas. Voll da, ja. Spielen ohne Ende, Menschenkontakt ohne Ende. Alles, was sich bewegt, ist toll. Und wird auch von oben bis unten abgeschleckt. Das Familiäre merken wir halt ganz, ganz arg. Und gerade auch was Kinder angeht, also das ist so eine Freude, wenn sie dann vor einen Zaun rennt, wenn die Kinder da stehen und schon den Namen von Weitem rufen. Du hast keine Chance mehr mit ihr zu laufen, weil sie dahin muss. Oft gibt es Tage, wo es super läuft, aber dann gibt es wieder Tage, wo sie einfach direkt zu jedem Hund hin muss und nicht weiter kann. Was sind Bellas Eigenschaften? In erster Linie würde ich sagen, verschlafen. Bella hat uns bisher noch nicht einmal geweckt. Das heißt, wenn, dann schmeißen wir sie aus dem Bett. Ja. Das war auch meine erste Befürchtung, wenn wir einen eigenen Hund haben. Da geht auch ein Stück weit Verantwortung auf einen über. Klar geht man dann auch gerne um 6:30 Uhr mit seinem Hund Gassi. War aber von Anfang an
gar nicht so. Wie reagieren die Leute auf uns und auf Bella? Wir hatten bis jetzt verschiedene Situationen, von Straßenseitenwechsel, aber auch ältere Damen, wo von Weitem schon mit so einem Grinsen auf uns zukommen und sich mega freuen und sie gleich Bella auch streicheln wollen. Also total unterschiedlich, aber eher mehr positive als negative. Ja, deutlich, definitiv. Ja. Also mein Bedenken war am Anfang auch, dass wirklich aufgrund der Liste und des Vorurteilen der Hunde, dass eigentlich negativ sehr viel rüberkommt. Muss aber dazu sagen, dass die Leute sehr aufgeschlossen sind. Also gerade in unserer Region Baden-Württemberg haben wir gar keinen wirklichen drastischen negativen Punkt gehabt, sondern eher dieses typische Straßenseitenwechseln. Man guckt vielleicht ein bisschen. Viele fragen eher neugierig nach, woher wir den Hund haben. Was ist es für eine Rasse? Was für eine Rasse? Ja. Wie alt ist sie? Die ist ja so lieb. Ja, genau. Ja. Kinder kommen sehr oft her, fragen, ob sie streicheln dürfen. Wir haben auch sehr viele Kinder bei uns im Hof, die dann auch immer mit Bella spielen. Also grundlegend aufgeschlossen eigentlich. Ja. Zum Thema Erziehung sollte man ein gutes Selbstbewusstsein haben, um auch dementsprechend dem Hund gerecht zu werden. Sie können unter anderem gerne auch Dickköpfe sein. Man sollte die Erziehung grundlegend gar nicht vernachlässigen. Wir besuchen, wenn es die Corona-Situation zulässt, auch immer noch die Hundeschule, weil wie auch bei Menschen ist es, glaube ich, wichtig, durchgängig im Leben zu lernen und für den Hund auch weiterhin gefördert zu werden. Tatsächlich waren wir 2 Wochen, nachdem wir sie bekommen haben, wir haben sie mit 3 Monaten bekommen, sind wir direkt auch in die Welpenspielgruppe gekommen, um das Sozialverhalten einfach auch zu stärken, andere Hunde kennenzulernen. Mit Kindern ist sie ja schon tatsächlich aufgewachsen, das kannte sie schon von Grund auf. Dann ging es halt direkt weiter in eine weitere Hundeschule, weil wir gemerkt haben, es ist zu allgemein gehalten, der Unterricht. Es wurde nicht auf den einzelnen Hund eingegangen. Da haben wir persönlich auch reagiert und sind durch Zufall einer Arbeitskollegin von Jenny in eine andere Hundeschule gekommen. Hier haben wir auch gemerkt, dass das Training direkt mit dem Hund viel intensiver war. Es wurde sich auch nach der Trainingsstunde, wenn man Probleme hatte, auch Zeit genommen. Wir hatten am Anfang ein bisschen Leinungsführungsprobleme. Die Trainerin ist dann tatsächlich mit uns nochmal reingegangen, hat uns Tipps auf den Weg gegeben, wo wir dann auch unter der Woche auch privat weiter trainieren konnten. Leider haben wir es auch gemerkt, im sozialen Bereich, wie auch in der Trainingseinheit, dass es fehlt halt einfach dem Hund. Man merkt auch, dieses aktive Training im Trainingsbereich fehlt. Wir sind zwar immer noch bei jedem Spaziergang, wie auch bei wenn wir bei Freunden sind, einfach das Sozialverhalten, einfach die weiteren Trainingsrunden zu üben. Aber das reine Hundetraining merkt man dann schon, dass das dann während der Corona-Zeit deutlich fehlt. Da sind wir auch froh, wenn es bald wieder weitergeht. Ja. Thema Hundeschule. Da ist es natürlich auch so, dass nicht jeder die Rasse vielleicht aufnehmen möchte und da ein bisschen abgeneigt ist. Das haben wir auch gemerkt und durch unseren Wechsel ist uns auch ganz, ganz arg aufgefallen, dass nicht nur mit dem Hund gearbeitet wird, sondern auch mit dir selbst. Was mache ich als Halter für Fehler? Wie bewege ich mich jetzt falsch? Wie ist meine Haltung? Ist sie eher aufrechter? Ist, dass du offen bist und stark bist und sagst, ey, ich gebe das Kommando. Und das haben wir ganz, ganz arg gemerkt, dass wir auch an uns selber arbeiten müssen und nicht nur an ihr. Was halten wir von der Rasseliste? Schweres Thema. Ich würde sagen, es ist schwer, Hunde aufgrund der Rasse zu verurteilen. Das ist für mich eher das Schubladendenken, wovon ich ganz abgeneigt bin und gar nichts davon halte. Es wäre für mich eher angebracht, in die Richtung des Hundeführerscheins zu denken. Wobei es aber da meiner Meinung nach eine Schwierigkeit gibt. Es gibt auch viele Leute, die auf der Straße leben und wenn so ein Hundeführerschein kommen würde, würde es wahrscheinlich auch Geld kosten. Würde es auch für die Obdachlosen gerade schwierig machen, diesen auch zu leisten. Aber irgendwo in diese Richtung zu denken, dass eher die Person statt der Hund überprüft wird und da auf Auffälligkeiten zu überlegen. Finde ich auch, bin ich auch voll der Meinung, dass eher auch nach der Person hinter dem Hund einfach geschaut werden muss. Weil man bekommt heutzutage einfach überall einen Hund her. Es gibt bestimmt auch Züchter, wo danach schauen, wo kommt der Hund hin, in welche Familie, was für eine Umgebung, was arbeitet die Person. Aber für viele ist es einfach leider uninteressant, was sehr schade ist. Achtet auch mal bei euch, wenn ihr euch einen Züchter aussucht, wie der Züchter auch mit euch umgeht, was für Fragen er euch stellt.
ist wirklich nur der Geldfaktor vorwiegend oder beschäftigt er sich mit euch und will dementsprechend auch wissen, wie ihr lebt, schaut sich's vielleicht noch daheim an. Ja. Genau. Ja, was sollte getan werden, damit sich das Image der Kampfhunde verbessert? Politisch dementsprechend, das ein bisschen schwieriger ist, sind wir, glaube ich, in Eigenverantwortung, um einfach den Menschen auch zu zeigen, dass die Hunde nicht so schlimm sind, wie sie dargestellt werden. Wir zum Beispiel gehen gerne auf Fragen ein, wenn wir auch gefragt werden oder Leute dementsprechend fragen, ob sie gestreichelt werden darf, beißt sie. Das ist diese typische Frage, die man ja auch ganz gerne hört. Einfach Aufklärung zu betreiben, mal vielleicht ein paar Details genauer zu erläutern, was genau dahinter steckt, hinter der Frage, um dann auch den Leuten vielleicht auch die Angst zu nehmen. Wie reagiert Bella auf andere Menschen? Bella bellt, wenn zu Hause jemand klingelt, der Postbote oder der Nachbar, aber freut sich dann unheimlich, muss auch gleich mit zur Tür, um halt zu gucken, wer kommt da, wen darf ich begrüßen. Also total neugierig und freut sich auf jeden neuen Menschen, egal ob Kind oder groß, also es spielt keine Rolle. Der Postbote, anfangs war schon, oh, da bellt ein Hund, da gibt's einen Hund. Aber dann haben sie gemerkt, sobald wir die Tür aufgemacht haben, oh, das ist eine ganz, ganz Liebe, auch wenn dieses Bild einfach drückt, oh, was kommt jetzt für ein Hund. Aber die haben sich dann auch sofort total verliebt und freuen sich jedes Mal und stehen ja, 5 bis 10 Minuten eigentlich jedes Mal bei uns vor der Tür, um Bella zu streicheln. Ja. Ja, was sollte der Gesetzgeber tun, damit sich das Image für die Rasseliste oder für die Rasse Hunde verbessert wäre? Ist ein schwieriges Thema, einfach weil meiner Meinung nach wird da viel zu viel pauschalisiert. Es werden kräftige Hunde in eine Schublade gesteckt, die sich auch eventuell in einem Beißverfall gut vermarkten lassen. Auch andere Hunde beißen zu. Und es ist wesentlich nicht so medienreif wie jetzt bei Listenhunden. Meiner Meinung nach wäre es vorteilhaft, vielleicht eine allgemeine Hundeschulpflicht oder eine Abnahmeprüfung bezüglich Tauglichkeit einer Hundehaltung sinnvoller als eine einheitliche oder eine dahingelegte Rasseliste einfach niederzuschreiben und das einfach als Gesetz zu beschließen. Was kann jeder Einzelne tun, damit dieses Image verbessert von den Hunden? Das ist das, was wir eigentlich auch von Anfang an schon versuchen, was uns auch dermaßen wichtig war, zu zeigen einfach, dass es keine bösen Hunde sind. Und das haben wir auch von Anfang an in unserem Umfeld gemacht, im Freundes- und Familienkreis, den Kindern das gezeigt. Die Kinder haben sie natürlich auch von klein auf schon miterlebt und sind mega zutraulich geworden. Und auch fremden Menschen, die wir einfach auf der Straße sehen und uns darauf ansprechen, ihnen zu zeigen, hey, das sind keine bösen Hunde. Die sind einfach mega lieb und es kommt halt, ja, wie gesagt, leider immer auf den Halter drauf an. Es ist halt einfach auch nicht der Hund, der böse ist, sondern derjenige, der dahinter steckt, der ihn erzieht, der ihn an der Leine hat. Und das sehen viele Menschen halt leider nicht. In letzter Zeit habe ich auch gemerkt, dass viele auf uns zukommen, wo dann das dann doch verstehen und sagen, hey, das sind keine bösen Hunde, es ist immer so der Halter, was daraus macht. Das finde ich auch immer toll, das von anderen Leuten einfach zu hören, die vielleicht einen Labrador haben oder gar keinen Hund. Ja, wir haben Bull & Bully auch durch Instagram damals entdeckt und haben tatsächlich Bellas ersten Zusatz damals, das Lachsöl von Bull & Bully, für sie bestellt als Welpe. Und das kriegt sie praktisch von Anfang an. Und letztes Jahr haben wir, nicht Model Searching, aber Bull & Bully war auf der Suche nach Kooperationspartner und da habe ich Bella und uns beworben. Und seitdem sind wir Teil des Teams. Wenn auch ihr die Mission von Bull & Bully unterstützen möchtet, dann checkt doch mal die Homepage. Wenn ihr noch mehr von uns erfahren wollt, beziehungsweise von Bella, könnt ihr gerne folgen. Dort nehmen wir sie immer im Alltag mit. Schaut gerne auf unserem Profil vorbei. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Freut euch auf weitere Folgen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.